Bereits seit 26 Jahren fördert die Hansestadt Wismar gemeinsam mit der VR-Bank Mecklenburg EG den Verein Niederdeutsche Bühne. Am 5. Januar wurde die Fortführung des Vertrages von den Partnern unterzeichnet. Die Niederdeutsche Bühne erhält eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro. Mit dieser Unterstützung kann die Vereinsarbeit von Antje Karsten und Lisa Kuss weitergeführt werden. Wir sind wirklich davon abhängig, dass wir Fördergelder bekommen. Gerade in den letzten 2 Jahren haben wir ja gar keine Einnahmen gehabt. Da wäre also ein Überleben gar nicht möglich gewesen. Aber durch die Hilfe von der Volks- und Raiffeisenbank und der Stadt haben wir einmal die Anerkennung, dass man also unser Kulturgut weiterführen möchte und weiter unterstützen möchte. Die VR-Bank Mecklenburg EG versteht sich als langjähriger und strategischer Partner der Niederdeutschen Bühne. Als Teil der Region und als Bank liegt die Unterstützung gerade in diesen umsatzschwachen Zeiten in ihrem Verantwortungsbereich. Die Niederdeutsche Bühne leistet eine ganz hervorragende Arbeit, eben nicht nur bezogen auf die niederdeutsche Sprache, sondern eben auch in Kinder- und Jugendarbeit. Das ist etwas, was uns besonders am Herzen liegt. Und auch mit dem Blick nach vorne, in 3 Jahren wird die Niederdeutsche Bühne 100 Jahre alt. Und ich kann das heute schon sagen, wir werden auch den weiteren Weg der Niederdeutschen Bühne begleiten und auch sicherstellen, dass das auch funktioniert. Thomas Bayer freut sich als Bürgermeister der Stadt über die Vertragsunterzeichnung. Er wünscht der Niederdeutschen Bühne, dass sie bald wieder auf der Bühne stehen können und bedankt sich für ihr Engagement. Wir tun das unsererseits wirklich ausgesprochen gern, eben weil die Niederdeutsche Bühne, und da ist die Familie Kuss ja ganz prominent und sehr hervorzuheben, weil sie eben eine Institution in Wismar sind und sehr beliebt sind. Die VR-Bank Mecklenburg EG und die Hansestadt wünschen der Niederdeutschen Bühne viel Erfolg für das Jahr 2022. Mit etwas Glück wird dieses Jahr ein plattdeutscher Auftritt möglich sein, damit die Niederdeutsche Bühne als kulturelles Gut in Wismar bestehen bleibt.